Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zum Let's Play SnowRunner. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wir kämpfen uns hier gerade fleißig durch den Matsch, denn wir sind auf der Erkundung nach den Ziegeln. Oh, jetzt geht's hier aber tief, tief rein in den Matsch hier. Aber ich sag mal, noch sieht es gar ganz okay aus. Und ich bin gespannt, wie das werden wird, wenn wir dann irgendwann hinten auch noch die Ziegel drauf haben, wenn wir die gefunden haben, wie wir denn hier durchkommen. Vielleicht fahre ich dann da ein bisschen außen rum, Offroad, noch mehr Offroad als ohnehin schon. Naja, mal schauen. Oder da oben lang, ich weiß es nicht. Wir müssen mal sehen. So, erstmal hier raus aus dem Matsch, damit wir hier auch mal wieder ein bisschen besser vorwärts kommen. So, würde ich fast sagen. Ja, wie gesagt, wir wollen ja hier oben die Ziegel finden. Die soll es ja scheinbar hier oben irgendwie geben. Und ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wann wir die finden, beziehungsweise wie das ist, ob wir hier noch wieder runterkommen, wenn wir auch voll geladen, beladen sind. Mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall wird das spannend hier. Weil wir jetzt schon echt im Schleichweg hier lang fahren. Das ist ja das. Wir fahren ja hier so ein bisschen im Schleichgang lang. Aber hier, glaube ich, wird es langsam wieder ein bisschen besser, könnte man sich vorstellen. Oh, erstmal in den nächsten Gang geschaltet und dann Yalla hier. Aber hier, das gefällt mir hier. Hier ist gut. Hier ist gut. Können wir hier auch wieder ein bisschen aus der Ego-Perspektive fahren. Oh. Langsam hier. Manchmal schlittert er auch ordentlich weg hier, der Wagen. So, und hier. Ich glaube, ich wähle diesen Weg. Mal schauen, ob der so viel besser ist, aber ich glaube, das da hinten wird eine Katastrophe. Oh. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Eieiei. Da hinten steht ein Truck. Da müssen wir aber dann nochmal hinfahren zum Gucken. So. Ah, der Weg ist doch ein bisschen geeigneter. Warum können hier nicht immer irgendwelche LKWs stehen? Weil hier ist doch auch irgendwie Land unter. Immer so weit weg. So, wunderbar. Erstmal die erste Hürde überwunden. Das gehört halt alles dazu, Leute. Das macht es halt auch aus. So dieses auch ab und an mal ein bisschen Umweg fahren. Das ist halt auch, gehört halt auch dazu. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir lang müssen, um da oben lang, da hinten lang zu kommen. Ah, wie ich mich hier selber befreit. Ah, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, perfekt. Da geht das alte, da geht das aber ganz schön weit nach unten, Leute. Holy shit. Okay. Damit ziehe ich mich hier aber wieder in die Grütze rein. Alter, ey, das ist auch hier unglaublich, Mann. Unglaublich.
Macht das immer so ein bisschen gerne auch in der Außenperspektive, damit ihr halt auch ein bisschen was sehen könnt, was hier halt abgeht. So, und jetzt müssen wir hier scheinbar oben rum. Guck mal, wir hätten auch hier einfach diesen Schleichweg fahren können, als hier rundherum zu fahren. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier nochmal wieder ein bisschen was erkundet bekommen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal wieder auf einem guten Weg hier unterwegs. Wenn jetzt hier Straße kommen würde, ne, das wär's. Wenn es vielleicht nicht ganz so duster sein würde, hätte das auch was. So, aber hier kommt Straße, Freunde. Hier kommt eine Straße. Wahnsinn. Guck mal. Straße. Perfekt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Eine Straße. Irgendwo, nirgendwo. Und dann sind wir hier auch bei den Ziegeln. Haben hier einen neuen Anhänger entdeckt. Und sind hier. Und können Ziegel mitnehmen. Geil, Alter, geil. Und zwar brauchen wir Ziegel zweimal. Nehmen wir mit. Und jetzt, Freunde, wird es lustig, wie wir damit wieder zurück zum Dings kommen. Das wird jetzt das Spannende. Da bin ich echt mal gespannt, wie das funktioniert. Wie wir jetzt durch den Matsch dahin kommen. Na gut, so, den Anhänger, den lassen wir mal da. Ich guck gerade mal. Wir sind jetzt hier, haben das auf jeden Fall erkundet hier. Überlege, ob wir nicht hier den Weg fahren. Der ist ein bisschen kürzer. Ich glaube, dafür auch ein bisschen kritischer, ne? Mal gucken. Ich gucke mir den mal von außen an. Ich mache mal hier wieder die Maus weg. Guck mir den mal von außen an, um dann festzulegen, ob wir da langfahren oder besser nicht. Aber erstmal. Warte, ey. Erstmal fahren wir hier Richtung nach Hause. So, wo geht das hier lang? Da geht es irgendwo anders lang, okay. Hier geht das scheinbar zu diesem Aussichtsturm. Den müssen wir. Wir müssen auch in den nächsten Folgen dann echt nochmal gucken, dass wir Aussichtstürme auf jeden Fall uns angucken, damit wir halt ein bisschen mehr Überblick über die Karte haben. Als jetzt so, wie wenn wir jetzt diese Mission machen und dann irgendwie uns irgendwas raussuchen müssen. Okay, hier geht das. Hier soll das lang gehen. Naja, wollen wir mal probieren, ne? Oh, bloß nicht umkippen jetzt. Bloß nicht umkippen. Bloß nicht umkippen. Eieiei. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Eieiei. Und wir müssen auch tanken bald wieder. Okay, bisher sieht das noch in Ordnung aus. Aber jetzt ist die Frage, wie das hier runter geht, ne? Was kommt da? Hilfe! Ah, das sieht okay aus. Das könnte was werden, Freunde. Könnte was werden. Ist halt nur vorsichtig machen. Okay, jetzt müssen wir. Ah, warte mal, war das nicht. War dieser Weg, ne? Okay. Huch. Kann man da nicht irgendwie drumherum fahren? Nicht so wirklich, ne? Hm.
würde aber tatsächlich vorschlagen, wir bleiben irgendwie in der Nähe von diesen Pollern. Dann können wir uns zumindest damit irgendwie ran irgendwo hinziehen. Als wenn wir jetzt da außerhalb langfahren, wisst ihr, wie ich meine? Weil hier hätten wir immer noch eine Chance, uns darüber zu ziehen. Ja, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Fahr weiter. Fahr weiter, fahr weiter. Fahr weiter. Oh yeah, Baby. Komm, fahr. Sei brav. Sei brav. Alter! Leute! Komm, die letzte schaffst du auch noch, Diggi. Komm. Zieh, zieh durch. Alter, wie geil ist das denn bitte? Wie geil ist das denn bitte? Leute, habt ihr. Zieht euch das mal rein. Wir sind voll beladen und haben es geschafft, komplett durch diese matschige Pfütze durchzufahren. Mega gut. Wie geil. Alter, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet, aber das finde ich echt, echt gut. Oh, wo müssen wir lang? Hier links rum, oder? Ist eigentlich hier eh egal, weil die Wege führen, glaube ich, eh zusammen, oder? Ah, ne, hier geht es dann zu meiner Werkstatt, okay. Okay, hier geht es zu meiner Werkstatt, okay. Fahren wir übers Gelände, moin! So. Oha. Und dann fahren wir Richtung Farm und dann haben wir eigentlich den Job dann auch hoffentlich erfüllt. Das sollten wir ja wohl noch schaffen hier. Das wäre auf jeden Fall gut. So, hier mal wieder langsam rein in ihn. Ach, Pfütze kann uns gar nichts, glaube ich. Viel schlimmer, glaube ich, wird es hier hinten nachher. Wo es schon so matschig ist. Aber auch das sieht bisher erstaunlich gut aus. Naja, okay, hier hat er jetzt ein bisschen Schwierigkeiten. Dann gehen wir mal wieder in den Lastgang. Und solange das Biest rollt, ist erstmal alles in Ordnung. Guckt euch das an, wie das Ding sich hier rausarbeitet. Wahnsinn. Sehr gut. So, gehen wir mal wieder in den normalen Gang hier und dann geht das hier wieder los. Richtig geil, ey. Einfach nur cool. Wie das Ding das auch drauf hat hier. Hui. So. Ab in den nächsten Matsch, in das nächste Matschloch rein. Ja. Komm schon, zieh durch. Du schaffst das, das weiß ich. Oh, Sprit. So. Und dann würde ich sagen, können wir die Ziegel entladen. Und du bist aufgestiegen. Du hast Rang 3 erreicht. Perfekt. Nasse Ernte, Belohnung. 420 Sternis und 3800 Geld. Mega gut. Geil. Leute, das ist, war unsere einer der ersten Missionen, würde ich sagen. Jetzt ist die Überlegung. Jetzt ist natürlich die Überlegung, erstmal zu sagen, wo haben wir denn hier einen Aussichtspunkt? Hier den, ne? Da möchte ich jetzt einmal hinfahren. Mit euch. Huch. Das schaffen wir, glaube ich, noch. Oder das machen wir noch. Oh, ich fahre hier wieder Offroad durch. Kein Problem. Mit dem LKW ist das echt geil. Das ist einer unserer echt besten Trucks. Vorher halte ich hier noch mal kurz.
um den Anhänger zu erkunden, um die Sternis zu bekommen. Auch gut. Dann können wir da auf jeden Fall. Können wir da auf jeden Fall. Haben wir dann einen Anhänger, um irgendwie. Irgendwas Flüssiges zu transportieren. Dann müssen wir natürlich auch noch gucken, dass wir demnächst mal wieder tanken, ne? So, hier ist noch ein Anhänger. Den erkunden wir auch nochmal schnell. Tieflader. Was kann ich da? Ah, damit kann ich dann auch andere Trucks aufladen und mitnehmen. Natürlich auch gar nicht schlecht. So, fahren wir hier erstmal wieder raus. Und dann fahren wir da zu diesem Wachturm. Frage ist, ob wir das mit dem LKW schaffen oder ob wir gleich irgendwo stecken bleiben. Aber das möchte ich gerne noch. Muss ich denn dafür rein? Da vorne, okay. Das würde ich halt gerne nochmal ausprobieren und dann haben wir es auch geschafft für diese Folge, würde ich behaupten. So, ich glaube, ich gehe hier direkt in den Lastgang rein. Dann sind wir halt ein bisschen langsamer unterwegs, aber dafür vielleicht ein bisschen safer. Wer weiß. So, fahren wir hier mal um die Pfütze rum. Wisst ihr was? No risk, no fun. Hier sind doch genug Bäume. Oh. Frage ist, ob das Wasser tief zu tief ist. Ich glaube nicht. Oh, da mal rüberziehen ein bisschen. Hier geht das eigentlich mit dem Fahren, aber wird sportlich. Es ist auf jeden Fall hier ganz schön morastig. Eieiei. Wem bin ich denn jetzt verbunden hier? Auch gar keine Winde. Schaffe ich auch so. So. So, da ist der Aussichtsturm. Und damit sollten wir es auch gleich geschafft haben. Mit einer bisschen längere Folge heute, aber ist ja auch nicht so schlimm. Und da haben wir unseren Aussichtsturm, Beobachtungsturm gefunden und können dann jetzt in dieser Folge, ja, haben wir mehr Überblick über die Karte. Finde ich gut. Krass, sehr schön. Dann können wir jetzt hier, oh, hier ist ein LKW. Hier ist ein LKW. Den müssen wir in der nächsten Folge nochmal finden irgendwie. Und dann halt hier den Pickup. Aber das sind hier halt so morastige Gebiete. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich hier jetzt weiterfahre, da drüben soll der sein. Da hinkomme. Ich glaube eher weniger. Ich würde deswegen den Weg nach Hause wieder bevorzugen. Aber Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich super drüber freuen. Und wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.